So, Freunde, willkommen! Lasst mal ein Abo oder Like da! Und zwar, es geht weiter, Teil 4. Wir müssen jetzt, glaube ich, in den Spiegel rein. Lassen uns mal überraschen. Wer weiß, wo wir da landen. Wie der immer blendet noch, ne? So nachblendet. Bin immer am Überlegen, ob ich noch... Gibt es hier noch andere Tür, andere Secrets? Ich weiß gar nicht, welche Tür ich zuerst nehmen soll. Da ist das alles sehr linear so. Okay. Aber, geh in den Spiegel rein und lande wieder in dem Haus? Bin ich aber ein bisschen komisch. Achso, wir sind jetzt auf der Straße. Ach, alles klar. Juckt mir gleich die Nase. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Okay, spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens mit Hilfe Kommunikators auf. Oh, Erschütterung in der Macht, oder? Also ich finde, es hat schon ein bisschen was von Matrix. Okay, dass sie jetzt natürlich... Eine riesen Abgrund auf tut nicht so, aber... Was zur Hölle? Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Was liegt hier noch? Ja, okay, was war das? Schwarzpulver oder was hat er eingesammelt? War das nicht so, dass er auch gesagt hat, dass hier irgendwo... Hier ist noch eine Heilpflanze. Aber er hatte auch irgendwas gesagt, dass irgendwo beim Wenn oder so noch eine Waffe liegt. So, klettern wir hoch und sammeln mal die Pflanze ein. Gucken, ob wir hier noch ordentlich was finden. Finde ich aber auch geil gemacht, dass man auch hier noch zusätzlich irgendwas suchen und einsammeln kann. Deswegen, vielleicht werden wir noch viele Secrets übersehen oder... Heime Räume oder irgendwelche Loot-Sachen. Wer weiß das schon? Willkommen in der Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt-Charme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern kommen Sie und erleben Sie einfache Zeiten, wo Sie wieder in einem barmherzigen und freundlichen Lächeln Ihre Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Okay. Denke mal, hier wird es dann bestimmt auch zum Schluss sehr auf Munition ankommen. Da müssen wir auch immer alles durchsuchen, was so durchsuchen geht. Ah, das sieht doch schon mal nach einer Schießpulver wieder sehr gut. Einfach mal so eine Patrone oder so würde es auch tun. Versuchen wir mal die Tonne.
Wer weiß, für was es gut ist. Hier scheint nichts gewesen zu sein, aber hier hinten ist noch was. Flasche zum Ablenken, okay. Gezielte Headshots. Ja. Ja, nicht alle verwandeln sich zum Crimson Head irgendwie, ne? Das ist schon mal gut. Sonst noch irgendwie untersuchen? Ne. Hier könnte man natürlich auch überall suchen ohne Ende. Also. Lettern. Kann ich, gehen eigentlich alle Türen auf? Ne, wahrscheinlich nicht. Der ist umgefallen. Wir haben auch gar nicht so viel Munition. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass die Zombies auch aus allen Richtungen kommen. Er hat natürlich den Rest angezündet. Das finde ich gar nicht so gut. Obwohl, wir können trotzdem alles einsammeln hier. Grünes Gel. Grünes Gel ist sehr wichtig. Ah, Munition, sehr gut. Noch eine andere Waffe gehabt. Eine Handaxt. Wenn du eine Handaxt erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner töten sie sofort. Geht nach einmaligem Gebrauch, aber zum Bruch. Handäxte sind an verschiedenen Stellen in Union zu finden. Oder können Gegnern abgenommen werden? Okay. Gut. Ja, da muss ich natürlich genau ducken. In dem Moment. Oh, ich verballer hier die Munition, wie kein... Oh, das ist so Mist. Verschwende zu viel Munition. Ja, viel verbessern, das ist schon mal super. Ich bin gespannt, ob er die Position des Signals irgendwann selber mal angeht und mal sagt, so ab hier schalt mal bitte das Signal ein. Oder ob wir das selber noch machen. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bevor ich es einsetze. Okay. Kondition hat er wirklich ganz schlecht, ne? Also, okay, wir können das ja alles noch verbessern. Munition. Ich liebe Munition. Okay, wir gucken mal. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los.
Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Riss dich ein, James. Wir haben schon Stimme. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Wow, endlich mal was Vernünftiges. Armbrust, sehr geil. So, Hüterarmbrust benutzen. Maus 2 halten, zielen, spannen. Loslassen, Bolzentyp wechseln. Na, gehst du weg? Ich möchte was vorlesen. Die meisten Bolzentypen der Hüterarmbrust dienen als Annäherungsminen, nachdem sie auf der Oberfläche abgefeuert wurden. Sebastian löst keine Annäherungsminen aus. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust auf eine Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine weitere Oberfläche befindet, erschaffst du eine Stolperdrahtfalle. Ein roter Laser beim Zielen zeigt dir an, wo der Stolperdraht entsteht. Okay, okay. Dieser Armbrustbolzen erzeugt elektrischen Strom, der von Gegner zu Gegner überspringt, die daraufhin betäubt und manchmal zum Boden geworfen werden. Du kannst damit auch auf defekte Verteilerkästen oder Wasserpfützen schießen, besonders Umgebungseffekte zu erzielen. Schockbolzen können durch Kombination von Sicherung und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Oh oh. Automatische Entdeckung gegangen, was passiert da? Hier, da ist nur der Sprinkler wahrscheinlich angegangen. Hier sind doch noch Bolzen. Gerade sahen Harpunenbolzen, okay. Ja gut. So. Dann wollen wir mal gucken. Lege ich mir mal den Bolzentyp auf 3? Jo. So, Crimsons, wo ich vorhin von Crimson Heads gesprochen habe. Okay. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Gibt's ja die Möglichkeit, das Signal hier irgendwie abzufangen? Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Hier, das ist die Position. Ah. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Das stimmt allerdings. So, wie sieht die Karte generell aus, wenn wir die jetzt hier aufmachen? Wir sind jetzt hier. Wir gehen zum Signal. So, Position Ende, Mausrad, Zoom, Wegpunkt setzen. Okay, dann setzen wir mal einen Wegpunkt dahin. Es kann natürlich sein, dass wir auch nicht alle Zombies immer ausschalten müssen, ne? Ich bin da immer so ein bisschen... Ich will ja mal jeden Zombie platt machen, aber richtig ist das auf jeden Fall nicht. Können wir ja auch einigen weglaufen. Wir können mal nachladen. Nur ein Schuss in der Knarre.
Mal. Da runterkommt, oder? Ach, der liegt da, ist ja ums Leben gekommen, ne? So, ist das Signal jetzt eigentlich weg? Müssen wir mal gucken. Das Signal ist da. Okay, der ist dann wahrscheinlich hier drin. Okay, Doppel-E drücken ist für Auftreten. Ich dachte mir, er macht das automatisch, dann habe ich wahrscheinlich zu oft drauf geklickt. Rauchpulver. Dieses Trockenpulver setzt eine Rauchwolke frei, wenn es ein Feuer in Kontakt kommt. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Gut. Alles gebrauchen. Gebt mir euer Loot. Das tut mir gut. Träumt. So, hier. Da, Spritze. Jetzt haben wir schon zwei. Ich glaube, die Armbrust heben wir uns noch ein bisschen auf, ne? Wir bleiben erstmal bei der Kohle. Einer. Geht's wieder nach draußen? Bleiben wir erstmal hier drin. Präventiv die Leute hier umzubringen, ist aber auch keine Art, um irgendwie den Massenausbruch hier zu verhindern. Sicherung, eine kleine Sicherung aus einem kleinen elektrischen Verteiler. Leider ist es nicht möglich, defekte Verteilerkästen damit zu reparieren. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Gut, was wir hier... Wir sind ja irgendwann nur noch am Herstellen. Ja. Die Abfrage ist manchmal ein bisschen komisch. Hier kann man noch klettern. Öffnen wir mal. Geh mal davon aus, dass hier das Waffenlager unten ist, oder? Oder ist das nur einfach die Kanalisation? Okay, da geht er gleich in Deckung. Dann kann er zu sein. Dieser Computer funktioniert noch. Was zur... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, okay. Diese Schlinge. Okay, jetzt haben wir schon drei Spritzen. Das ist eigentlich ganz gut. Kann man mit leben, würde ich sagen. Aber ein paar Waffen wären natürlich noch nicer.
Nägel. Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet. Eignen sich perfekt als Schrapnelle. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Alter, damit was man alles Gegenstände herstellen kann. Kohlenmunition auch wieder nice. Nicer Rhino, sage ich nur. Ja, scheint es hier nicht zu geben. Ein Zombie hier. Machen wir die Latüchte an. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Taschenlampe gar nichts bringt. Also es kommt immer auf den Winkel drauf an, wie hell sie es dann macht. Wenn du einen falschen Winkel benutzt, dann bringt die Taschenlampe auch gar nichts. Zeigt er jetzt an, dass hier noch was drin ist? Manchmal mit der Abfrage ein bisschen komisch. Noch ein Pflänzchen. Also vieles von Resident Evil, ne? Diese speziellen Räume mit dem Speichern auch. Pflanzen wieder. Ganz klassisch. Die Zombies sich so verwandeln. War geil, dass ich es erst 2 Jahre später spiele und nie beachtet habe, weil dann habe ich auf jeden Fall ein Game, was ich jetzt aktuell zocke und mich erfreue. Auch beim Xbox Game Pass dabei habe, muss es nicht extra verkaufen noch. Du hättest mir wahrscheinlich für 50 Euro gekauft. Alter. Die hält aber eine Menge aus. Stimmt denn mit der nicht? Ich höre auch wieder Schritte. Kann es sein, dass hier noch mehr sind, oder? Hier waren nur Waffenteile. Ist hier ein Fahrstuhl, oder? Kommt bestimmt gleich noch irgendein Zombie raus. Wird er aber glauben, oder? Aber nicht, dass das hier alles war. Geräusche? Halt hier rein. Das ist echt so ein riesen Waffenbunker, ne? Also, so fett was drin. Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Hätte auch gedacht. Den leise erledigen. Ja, sehr gut. Dann gib mir mal bitte da einen Schleim. Ist zwar eklig, aber 4200 haben wir schon. Lohnt sich. So, was haben wir denn? Ah, hier können wir die Sicherung bestimmt einsetzen. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hütearmbrust drauf abfeuerst. Oh, das ist ja ganz toll. Okay, dann machen wir das mal. Die hatte ich auf die 3 gelegt. Okay. Ach, die Amplituden. Die bisschen angleichen, ja. Das sieht doch fast... So, Frequenz anpassen.
Über die Fastpass. Entriegeln. Ja gut, so. Weil jetzt haben wir ja hier auch noch die Tür auf. Ist natürlich wieder riesig, das war ja klar. Ich wusste es doch. Okay, waren nur die zwei hier? Ah, da kommen bestimmt noch welche. Ach, das waren die zwei, die vorhin die Geräusche gemacht haben, weil hier bin ich ja schon drin gewesen. Alles klar, dann gehen wir mal hinten in den Raum, den wir gerade geöffnet haben, wo die Amplituden waren. Eieieiei. Ich wusste es doch. Ich hab's da vorhin vorausgesagt, dass die wieder um die Ecke kommen und dann... die haben ja nicht umsonst die Geräusche gemacht. Ah, der sieht aber auch übel aus, oder? Übel zugerichtet. Schrotmunition. Ich bekomme ja auch noch eine Schrotflinte. Ich denke mal, stimmt. So. Ja, das hat sich, das lohnt sich aber. Komm, Schrotflinte bitte, oder? Ja, mal eine schöne Schrotflinte. Ah, nice Rino. Sehr geil. Die nehme ich. Auf jeden Fall. So. Da würde ich sagen, die legen wir mal auf die 4. So, eine Leiter. Ah, hier ist auch noch ein bisschen was. Erste-Hilfe-Koffer enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden. So. Ja, kein Zombie, der gerade angreift. War schwach hier. Ach da, doch. Na komm. Kann man Aiming ein bisschen verbessern. Nicht die Tür nicht von innen irgendwie die Verriegelung rausnehmen? Nee, leider nicht. Wir müssen hier wieder rein. Also dunkle Gänge, wo man weiß, hier laufen irgendwelche Zombies rum, finde ich immer übel. Hier sind wir ja auch hergekommen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Schrotflinte haben wir bekommen. Sehr, sehr nice. Die eigentlich schon geladen dann, wenn wir die jetzt nehmen? Ja. Weil auch viele Waffen, die wir dann verbessern können. Oder sogar müssen, um weiterzukommen. So. So, ich hoffe ja, dass wir hier gleich nochmal speichern können. Wäre natürlich nice. Hier wäre ja auch nichts weiter drin, das heißt, hier ist leider kein Speicherpunkt, aber wir können dann wieder die Programmierung rückgängig machen und dann müssen wir eigentlich wieder an dem Ursprungsort sein. Okay, der lädt die Umgebung. Also, wie gesagt, ist total Matrix-mäßig, ne? Dauert zwar immer, aber... Egal, wir warten, warten, warten. So. Jetzt noch einmal. Dann müssen wir eigentlich wieder zurück in die ursprüngliche Welt kommen. Ah ne, sind wir wieder da? Okay. So,
So, okay, prima. Eine Leiter. So, hier sind wir noch ein paar Waffenteile. Oh oh. War das? Okay. Ist noch irgendwas Schönes? Ne. Ach, warte mal, hier war noch was. Ah ne, da ist eine Flasche. Voll. Wir den so platt machen könnten. Aber übel, ein Zombie mit einer scheiß Axt. Ja, das ist natürlich ziemlich laut hier. So, wie viel haben wir denn schon, Freunde? Oh, wir sind schon über 30 Minuten. Dann würde ich doch sagen, geh nochmal ein Stück weiter. Hier Leichen auf. Aber warum? Gute Frage. Hier ist versperrt, das hätte ich mir auch denken können. Kondition, ne? Keine Kondition. Hier ist noch eine Pflanze, die haben wir noch übersehen vorhin. Da waren wir nämlich auch schon mal drin. Wieder raus. So, wir gucken nochmal kurz, wo unser Hauptquartier ist. Computereingang zu das Mark-Waffenarsenal. Haben wir jetzt gehabt. Unterschlupf. Wir gehen nochmal zu unserem Unterschlupf und dann können wir da speichern. Und dann machen wir an der Stelle nämlich Schluss. Oder kommt schon der erste Zombie wieder? Also wir können bestimmt manchen Zombies auch aus dem Weg gehen. Gehe ich mal von aus. Aber wir müssen nicht alle killen. Ich glaube, das macht Sinn. Sehr gut. So. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann lasst mal ein Abo oder Like da. Im nächsten Teil werden wir nochmal anfangen, dann den ganzen Krimskrams, auch hier nehmen wir einen neuen Speicherplatz, den ganzen Krimskrams nochmal ein bisschen zu erweitern und mal aufzurüsten. Wir haben jetzt ja genug, also von daher wird sich das bestimmt lohnen. Also lasst mal ein bisschen Liebe da, Kommentare, ob euch das Game gefallen hat. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin.